Hallo und herzlich willkommen zum neuen Review. Heute das Wolfgangs Messer, das das 42A-konforme Taschenmesser in Orange, mitgeliefert mit dieser Coyote oder Ten oder Desert farbenen Kydex mit dem Techlock. Ziemlich cool. 42A-konform, weil zweihändig zu öffnen. Es gibt auch kein BKA-B-Schluss zu diesem Messer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Tabletop-Modus, schnitzen ein bisschen damit und gehen auf die Daten ein und quatschen ein bisschen über das Messer. Das ist es wert, auf jeden Fall. Also. So, Freunde. Dann sind wir hier. Bei einem Gewicht von 162 Gramm. Eine Gesamtlänge von 21,5. Klingenlänge von 10 cm, verwertbar davon allerdings 9,2 so in etwa. Wir haben hier eine schöne Rille, die ist allerdings dafür da, dass man das Messer öffnen kann. Ja? Wir haben einen Linerlock, der sehr sauber einrastet. Wir haben zwei Phosphor-Bronze-Washer, oder ich würde auch sagen Messing, ja? Weil das ist meine Meinung nach ist halt Messing. Wir haben G10 Griffschalen Smooth. Wir haben einen eigentlich schon fast typischen China-Clip. Edelstahl, 1, 2, 3 Schrauben, damit ist es befestigt. Der Clip lässt sich nicht umsetzen, ist aber auch kein Drama. Messer ist wirklich perfekt eingestellt. Lässt sich sehr gut und simpel öffnen. Ich bin Fan von diesen Rillen. Da gibt es einen speziellen Fachbegriff, der kommt mir gerade nicht in den Kopf. Hier oben haben wir Jimping, wir haben hier unten haben wir Jimping, wir haben hier Jimping. Anständige Durchführung für das Lanyard. Also das Messer, das verlierst du so gut wie gar nicht, wenn es sein muss. Ja. Lässt sich aber auch einhändig öffnen. Relativ simpel. Ja. Oh, naja, gut. Ich denke kaum, dass man damit Ärger kriegt. Es ist auf jeden Fall scharf. Wir haben die 2. Die hättet auf, ich glaube, 59, 60. Zwischen 58 und 59, aber 58 und 60. Aber da tut sich eh nicht viel. Ja? Versteht, was ich meine? Da tut sich nicht viel. Die 2 ist das neue 440C, würde ich sagen. Ja? Ließe sich denn zur Not damit auch einen Zündstall abziehen? Also schnell mal gucken. Ließe sich? Wir werden sehen. Aber ja. Das war jetzt hier vorne. Ja, mal gucken hier hinten. Gut. Nicht schlecht. Nimmt die Klinge. Nimmt der Stall das der Klinge übel? Nein, ich sehe nichts. Nicht ganz ordentlich in der Hand. Gibt keine Hotspots durch den Clip. Doch hier sind die Übergänge, obwohl Übergänge sind. Ja, das ist so gewollt. Gibt es keine Hotspots, das finde ich top. Messer hatte ich jetzt ein paar Tage auf der Arbeit im Einsatz. Und allein das Messer gibt, also kriegt von mir, 10 Punkte von 10 verfügbaren Spine-Wake-Test. Oh, okay. 9 Punkte von 10. Ja. Das sollte nicht passieren. Uiuiui. Ah, jetzt hat er sich eingegroovt. Ja, da muss man noch was tun. Da ist der Spine Wake. Okay, 8 Punkte. 8 Punkte. Hey, hey, hey. Der Spine Wake Test hat es wieder gebracht. Ja, ansonsten reden wir hier von einem Preisklopf von 30, 40 Euro. Ist mir übrigens von Wolfgangs zur Verfügung gestellt worden.
Lassen wir das mal außer Acht mit dem Spinebreak-Test. Wäre es echt eine volle 10 von 10 gewesen. So gibt es halt Punktabzug. Ja? Scharf lässt sich zur Not ein Zündstall abziehen. Die Kydex. Mal gucken, ob der Premo funktioniert. Ja, Premo funktioniert. Also lässt sich auch sehr leicht rausholen. Trotzdem sehr guten Detent, der das Messer einsaugt. So gehört es in die Scheide rein. So ist der Clip hier drin gesichert. Ihr seht es. Ja? Also bleibt nichts dran hängen. Der lässt sich übrigens umsetzen, hier der Tech-Lock. Den hatte ich umgesetzt, der war hochkant. Ich hatte den quer eingesetzt. Ja. Und tja. Ja, ist ein bisschen schwierig für mich hier mit meinen Patschefoden. Ja, lässt sich umsetzen hier. Finde ich sehr gut. Hatte ich, wie gesagt, auf der Arbeit ein bisschen in Betrieb. Ließ sich ordentlich tragen, also da in dem war nichts auszusetzen. Das mit dem Spinebreak-Test ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, gut. Es gibt Leute, die sagen, der ist unnötig, der Test. Ich sage, der ist absolut nötig. Ja? Übrigens, auf GearBest gibt es keine Messer mehr. Braucht ihr gar nicht mehr gucken. GearBest will an die Börse und hat deswegen gesagt, wir verkaufen keine Messer mehr. Das hier ist wahrscheinlich irgendwo produziert in China. Ich habe mit dem Inhaber von Wolfgangs ein bisschen hin und her geschrieben und gesagt, pass auf, Jung. Nicht, dass es das irgendwo auf GearBest gibt oder so. Ne, aber er sagt, nö, ist eine Eigenentwicklung, dieses Messer. Okay, ich möchte ihm glauben. Aber da, bitteschön, an den Inhaber von Wolfgangs. Du musst leider den Jungs, die das Ding für dich bauen, sagen, das geht nicht mit dem Spinebreak-Test. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Wahrscheinlich hier den Liner an der Stelle ein bisschen abschrägen. Ja? Auf der Seite, wo halt nicht der Liner drin steht, sondern da, wo er nicht drin steht, ein bisschen anschrägen, sodass der Liner ein bisschen weiter rüber wandern kann und dann ein bisschen mehr in der Klinge drin steht, dann ist das Problem eigentlich schon so gut wie behoben. Ja. Gewicht, hatte ich das Gewicht gesagt? Weil das Gewicht, es wiegt ein bisschen. Hatte ich das schon gesagt? Ja, hallo? Na, heute noch. 166, 167 mit Kydex 252. Dann haben wir eine Klingenstärke direkt, warte mal, hier auf Zero, 3,6. Hier vorne direkt da, wo die Rille aufhört, direkt dahinter sind wir auf 1,3. Und vor der zweiten kleinen Phase sind wir auf 0,4. Das ist gut, das ist eine Ansage. Sehr gut finde ich, dass sie auch hier so angeschärft haben, dass wenn ihr zum Beispiel Früchte oder sowas schneidet oder irgendwas, wo Flüssigkeit austritt, dass die Flüssigkeit nach oben hinweg zur Spitze weggedrückt wird, ja, und somit nicht in die Achse reinlaufen kann. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, weil wenn ihr zum Beispiel Fruchtsäure oder sowas mitschneidet, zum einen greift es eure Bosche an, ja, zum anderen verklebt es dann die Achse und das ist Scheißendreck. Ja. Wenn es noch interessiert, Klingenhöhe haben wir hier 27,4, Griffstärke haben wir 16,9 und hier in der Mitte 24,2. Der Clip ist wirklich satt und fest. Und wir haben hier genug Jimping, womit man arbeiten kann. Wir haben hier eine Schleifkerbe, eine Vielschärfe, eine Schleifkerbe. Im Prinzip dann Choil, damit wir anständig mit dem
mit einem Schärfstein arbeiten können oder mit einem Wettstein. Zum Beispiel Wasserstein oder sowas arbeiten können und uns den Wasserstein nicht rund machen an der vorderen Seite. Das ist wichtig. Ja? Und alles in allem läuft das alles schön gleichmäßig nach vorne hinaus. Und gucken wir mal gerade. Stabbing Test. Hat es überstanden. D2 ist eh meiner Meinung nach super. Wir haben kein Klingenspiel, weder rauf noch runter. Ja, also da gibt es nichts zu meckern. Schön. Fazit? Dit vom Wolfgangs Zweihandmesser. Hat es überhaupt noch eine andere Bezeichnung? Keine Ahnung. Ja. Fazit ist, ein bisschen schade finde ich das mit dem Spinewag-Test. Seht ihr, ihr könnt das eigentlich ganz anders reinstecken, als hier mit dem Clip vorne nach unten. Für mich wäre es eigentlich eine 10 von 10 gewesen, aber durch den Spinewag-Test, den es nicht bestanden hat, eine 7 von 10. Zur Not auch mit zwei Händen zu öffnen. Ich weiß nicht, ob ein Polizist das sehen würde, so bin ich mir nicht sicher, müsste halt selber wissen. Ja? Nicht, dass er sagt, ja, du hast doch gesagt, das und der Arthur, der hat gesagt, dass man kann es mit zwei Händen, mit einer Hand öffnen, wenn es sein muss. Ja. Oder halt mit dem Bremen-Move. Das heißt, der Bremen-Move, der geht mit einem Schwung, einem kleinen Hakeln und dann nach vorne. Ja. Zupp, ist der offen. Ja. Ich weiß nicht, wie es die Polizei sieht. Ja. Mit meinem noch ledierten Arm, übrigens ein Muskelfaserriss. Und hier Delta Anriss. Aber ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Und demnächst geht es ein bisschen trainieren. Muss mich mal ein bisschen fit machen hier. Ich gehe jetzt auf die 50 zu, ne? Ja. Also, 7 von 10. Link zum Shop packe ich in die Beschreibung. Wenn ihr über einen Shop bestellen möchte, der guckt über Amazon. Auch da gibt es einen Link in der Beschreibung. 7 von 10 ist okay. Für den Preis auch. Aber aufpassen beim Spinewag-Test. Jetzt will er. Aber jetzt nicht. Okay, so. Danke fürs Zuschauen. Wenn man will, tschüss, mal gut, schwenkt du, tschüss ab und schwenkt die.